Willkommen zum Typo 3 Screencast Video- und Audiodateien einbinden. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Ihre Website ein eigenes Flash-Video einfügen, ein externes Video von YouTube einbinden und eine Audiodatei einfügen und den Audioplayer unter Nutzung einiger benutzerdefinierter Parameter anpassen. Dafür nutzen wir Typo 3 in der Version 4.5 mit dem Introduction Package und darin das Inhaltselement Medien aus dem Typo 3 Standard, das in Typo 3 Versionen vor 4.3 Multimedia hieß. Es werden keine zusätzlichen Erweiterungen benötigt. Wir beginnen mit dem Anlegen eines neuen Inhaltselements. Im Tab Spezielle Elemente findet man den Typ Medien. Als erstes wollen wir ein Flash-Video einbinden. Im Tab Medien können wir im Feld Relativer Pfad oder URL entweder den Namen der Datei direkt angeben oder eine Datei über die Schaltfläche rechts neben dem Feld auswählen. Ich wähle eine Datei, die ich vorher in die Dateiliste hochgeladen habe. Das Hochladen von Dateien in die Dateiliste wird im Typo 3 Video für Redakteure Dateien verwalten Dateiliste beschrieben. Zudem können weitere Einstellungen nötig sein. Da wir einen Flashfilm einbinden, der keinen integrierten Spieler hat, lassen wir das Häkchen bei Spieler benutzen aktiviert. Den Medientyp belassen wir bei Video. Entsprechend wird im Frontend ein Videoplayer angezeigt. In den Feldern Breite Medium und Höhe Medium gibt man die gewünschte Anzeigegröße des Videos an. Dabei sollte man den zur Verfügung stehenden Platz im Frontend im Auge behalten und zudem Werte wählen, die dem Verhältnis der Originalgröße entsprechen, um das Video nicht zu verzerren. Daher wähle ich für mein Video eine Breite von 400 Pixel und eine Höhe von 300 Pixel. Bei Darstellungstyp wird mit dem Standardwert Auto versucht, die bestmögliche Form der Einbindung in den Quellcode zu erreichen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine bestimmte Einbindung zu erzwingen. Weiterhin können im unteren Bereich zusätzliche Parameter angegeben werden. Durch Neu hinzufügen bei Medium-Parameter wird eine vorgefertigte Liste mit den üblichen Videofunktionen wie Autoplay, Wiederholen oder Vollbildschirm erlauben angeboten. Diese können auch miteinander kombiniert werden. Ich entscheide mich für Autoplay und die Vollbildfunktion. Nun können wir das Video im Frontend anschauen. Das Video wird auf der Website in der gewünschten Größe angezeigt, startet automatisch und bei Bedarf kann ich auf Vollbild umschalten. Bei Videos, die kein Autoplay eingestellt haben, wird anfangs eine schwarze Fläche anstelle des Videos angezeigt. In diesem Fall ist der Medium-Parameter Video-Vorschau nützlich. Bei der Auswahlliste Festlegen auf wählt man Werteingabe. Im Feld Wert gibt man den Namen des Vorschaubildes an. Achtung,
Der Name muss, abgesehen von der Dateiendung, zum Beispiel GIF oder JPG, dem Namen des Videos entsprechen. Zudem muss dieses Vorschaubild im gleichen Ordner in der Dateiliste liegen wie das Video. Nach dem Speichern sehen wir im Frontend, dass das Video jetzt ein Vorschaubild hat. Noch schneller geht das Einbinden eines externen Videos, beispielsweise von YouTube. Dies bietet zudem den Vorteil, dass man große Videodateien nicht auf dem eigenen Server speichern muss und Nutzer die Videos ohne lange Ladezeiten sofort anschauen können. Um das Einbinden eines externen Videos zu zeigen, lege ich ein neues Inhaltselement an und wähle hier wieder den Inhaltselementtyp Medien unter Spezial aus. Im Feld relativer Pfad oder URL füge ich die Adresse des Videos ein, die YouTube anbietet, wenn man dort auf Teilen klickt. Wichtig ist, bei diesem externen Video den Haken bei Spieler benutzen zu entfernen. Die Höhe und Breite des Videos könnten wir hier ebenfalls noch angeben, aber ich möchte das Video so einbinden, wie es von YouTube geliefert wird und speichere daher gleich. Zum Schluss wollen wir noch eine Audiodatei einbinden, wozu ich erneut ein Inhaltselement vom Typ Medien anlege. Im Feld relativer Pfad oder URL wähle ich jetzt die gewünschte Audiodatei aus, die ich vorher auch in die Dateiliste hochgeladen habe. Der Haken bei Spieler benutzen bleibt in diesem Fall gesetzt. Den Medientyp muss ich natürlich auf Audio umstellen. Bei Darstellungstyp lasse ich Auto eingestellt. Im Frontend prüfen wir die eingebundene Audiodatei. Die Darstellung des Audioplayers gefällt mir noch nicht so gut, daher passe ich diese jetzt noch an. Bei den benutzerdefinierten Parametern kann ich dafür spezielle Flash-Variablen in einem einfachen Textfeld eintragen. Zum Beispiel Farben für die Schrift und die Schaltflächen. Für den Namen des Interpreten und des Musikstücks. Sowie weitere Einstellungen wie automatischer Start, Abspielen in Schleife, Anzeigen der verbleibenden Zeit statt der Dauer oder dass der Audioplayer von Anfang an ausgeklappt angezeigt wird. Nun schauen wir uns die Einbindung der Audiodatei noch einmal auf der Website an.
Die Farben und die anderen Einstellungen sind wie gewünscht geändert. Danke fürs Zuschauen. Für weitere Typo3 Screencasts besuchen Sie bitte typo3.org/videos.